eigentlich dient der Mike beim Swiss Formationsteam, beim Swiss Formation Team, mit einer der bunten Regenbogen-Hunter. Aber er hat sich vorhin überreden lassen, das Modell dieses Jahr ein zweites Mal einfach zu fliegen für unsere Jet Tower. Und jetzt, wie gesagt, jetzt bieten wir uns alle, reisen zurück in die Zukunft, jetzt bieten wir uns mal 30 Jahre zurück. So hat die Jetfliegerei vor 30 Jahren ausgeschaut. Ja, ja. Es gibt einmal einen dicken Sonderbeifall. Winnie, es ist dir zu verdanken, dass wir das Modell hier haben. Ja, und ich habe Gänsehaut. Jetzt genießen wir mal den Sound und ich glaube, dass ich da nicht übertreibe, dass wir vor 30 oder 35 Jahren froh waren, wenn der Motor mal eine Tankfüllung wirklich durchgelaufen ist, wenn das Modell einigermaßen heil wieder am Boden war. Und ja, wie gesagt, kleine Zeitreise in die Anfänge der Jetfliegerei. So hat alles angefangen vor 30, 35 Jahren und das ist doch auch schön, dass wir das mal wieder sehen. Der Wolfgang Knür sagt mal gerade, 1993 war hier oben in Bad Neuenahr die deutsche Meisterschaft für die Impeller Jets. Das ist also schon doch ein paar Jahre her. Ja, auch Wolfgang Knür steht neben mir, mehrfacher Weltmeister bei den Jetties. Und Wolfgang, du bist ja noch bekannt aus der Impeller-Zeit. Gänsehaut? Ja, da schauen wir, ob wir dann nächstes Jahr im Winnieslot mehr von den Retrofliegern haben mit den E-Pellern, denn die sind irgendwie durch den Einsatz der Turbinen plötzlich sang- und klanglos verschwunden, aber gehört halt auch dazu und ich finde, so unangenehm laut ist er gar nicht und wie gesagt, einfach schön anzuschauen. In the air we have a very, very special model. The pilot, it's Mike Stuber from the Swiss Formation Team. You might know him, he's flying this rainbow color Hawker Hunter. And his grandfather designed and built this model about more than 30 years ago. It's running on a Byron ducted fan with a 15 cubic OS, 18% of oil, no nitro. And he only flies it normally once a year. Now very nice in the slow flight. Winnie Holgaard convinced him to bring it to Jet Power and do a demo flight here. And this is really retro. That's how it all began 30, 35 years ago. And I just asked Wolfgang Knür, and they really get this special feeling when they see this model fly. And actually Wolfgang promised that he will go back in his hobby room and try and find another ducted fan model, which he might fly next year here on the Jet Power. So, schöne Landung, ein ganz, ganz dicken Applaus. Das ist Retro. Der sogenannte Smoker. Aber der Sound schon allein. Diese modifizierte Auspuffanlage. Herrlich. Und jetzt mal ganz kurz. Super!